Und schon wieder zurück bei Dragon Age 2. Wir sind eigentlich auf dem Weg nicht zu Bartrand. Nein, da noch nicht hin. Wir sind eigentlich auf dem Weg dahin. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir hier aber nachts hinkommen, ne? Das nützt uns nichts, wenn wir tagsüber hier hingehen. Wobei doch. Ich glaube, wir können... Können wir denn da was abgeben? Moment. Oh, doch, hier. Die Stola können wir abgeben und der, den wir aufsuchen sollten, um ihn zu befragen, der ist auch hier. Das ist sehr gut. Hier. Die Madam, kann es sein, dass euch das hier irgendwie abhanden gekommen ist? Ich dachte, ich hätte es für immer verloren. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Ich bin offenbar hier zuständig dafür, allen möglichen Leuten ihre verlorenen Dinge wiederzubringen. Mache ich doch gerne. Ist doch überhaupt kein Problem. Dann gucken wir mal hier oben hin. Der Jethan. Heute ist mein Ruhetag, aber für euch mache ich eine Ausnahme. Was soll ich sagen? Wenn man schon arbeitet, dann sollte man auch hart arbeiten. Ich verstehe, was Ninette an euch mochte. Ihr seid ziemlich temperamentvoll. Eine erfrischende Abwechslung von dem langweiligen Taugenichts, den ich geheiratet habe. Ich habe gehört, sie hat ihren nichtsnutzigen Ehemann endlich verlassen. Das freut mich für sie. Ich wünschte nur, sie hätte sich noch verabschiedet. Er hat hart arbeiten gesagt. Entschuldigung. Hat sie euch erzählt, dass sie ihren Ehemann verlassen hat? Nein, aber ich hoffe, dass sie genau das getan hat. Ghislaine ist ohnehin nur an dem Vermögen ihrer Familie interessiert. Ninette ist ein echtes Juwel. Elegant, weltgewandt, im richtigen Maße verdorben. Ghislaine hat sie nicht verdient. In richtigem Maße verdorben. So, so. Denkt ihr, Ninette ist etwas zugestoßen? Ich hoffe nicht. Ninette wird von allen geliebt. Manchmal sogar zweimal pro Nacht. Ghislaine ist der Einzige, der ihr etwas antun würde. Aber dafür ist er nicht manns genug. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, wenn sie viel Geld hatte und sehr viel Kontakt zu vielen Menschen, dann kann das immer sein, dass... Ich würde das jetzt nicht so auf Ghislaine abschieben. Ghislaine wusste über euch und Ninette Bescheid. Hat er sich mit euch unterhalten? Der Mann ist unfähig, sich zu unterhalten. Er ist hier aufgetaucht, hat mich angeschrien, mich ein dreckiges Klingenohr und einiges andere genannt und mich dann beschuldigt, ich würde seine Frau verderben. Wir mussten ihn rauswerfen. Habt ihr gehofft, Ninette würde Ghislaine für euch verlassen? Natürlich nicht. Ich weiß, wo mein Platz ist. Ich biete einfach nur meine Dienste an, das ist alles. Wie auch immer, da war noch jemand, der nach Ninette gesucht hat. Ein Templer. Ich glaube, sein Name war Emmerich. Und er wollte auch nicht mit mir schlafen. Ich wüsste nicht, warum sich ein Templer für jemanden interessieren sollte, der kein Magier ist. Könnte Ninette eine Abtrünnige sein? Nun ja, mich hat sie auf jeden Fall verzaubert. Falls Ninette aber eine Magierin wäre, hätte Emmerich das bestimmt gesagt. Ich, Könnte er möglicherweise jemand sein, mit dem Ninette einige besondere Stunden allein verbracht hat? Sie fand Männer in Uniform schon immer anziehend, aber vielleicht solltet ihr ihn das selbst fragen. Emmerich sagte, er würde seine Nachforschungen in der Dunkelstadt fortsetzen. Vielleicht ist er ja noch dort. Und wenn ihr Ninette findet, dann sagt ihr bitte, sie möge doch mal wieder bei mir vorbeischauen. Wisst ihr, was mich an dem Ganzen hier so ein bisschen irritiert? Wenn sie doch offensichtlich jetzt schon länger so unzufrieden ist, dass sie bekannterweise, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit man der Aussage von ihm vertrauen kann, aber dass sie bekannterweise in der ganzen Stadt jede Nacht zwei Liebhaber hatte. Warum hat sie ihn dann nicht einfach verlassen, meine Güte? Ich weiß jetzt nicht, wie die Scheidungsgesetze hier sind, aber offensichtlich ist ja sie diejenige mit dem Geld und so weiter, also... Da hätte sie doch einfach sagen können, pass auf, das klappt nicht mehr. Statt... ihn zu Hause sitzen zu lassen und quasi, ja, also das ist eine beschissene Situation, wenn ein Mann einer Frau fremd geht oder eine Frau einem Mann fremd geht und das die ganze Stadt weiß. Ihr seid zurück? Seid ihr nicht vielleicht doch an meinen zahlreichen Diensten interessiert? Was? Nein. Ich muss leider schon wieder aufbrechen. Ganz wie ihr meint. Moment, was ist denn... Moment, aber der hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ihr seid zurück?
Seid ihr nicht vielleicht doch an meinen zahlreichen Diensten interessiert? Ich habe genug Zeit und ein wenig Geld. Also warum nicht? Was? Beim Atem des Erbauers. Kannst du das nicht machen, wenn ich nicht dabei bin? Moment, wieso hat er denn... Ich dachte, der hätte eine Quest für uns oder so. Ich. Na schön, dann mache ich es eben ein andermal. Zu spät. Ich habe die Bilder bereits im Kopf und sie werden niemals wieder verschwinden. Niemals wieder, niemals. Okay, ich dachte, der hätte eine Quest für uns, aber offensichtlich gibt es da nur gewisse Dinge zu erleben, die man erleben kann. Warum auch nicht? Aber wir haben anderes zu tun. Wir haben wirklich anderes zu tun. Nun gut. Dann lass uns mal schauen. In die Dunkelstadt. Das erste Opfer, Treffpunkt. Finde den Templer Emmerich in der Dunkelstadt. Wieso ist der Templer Emmerich in der Dunkelstadt? Das hier ist, glaube ich, nicht der Ort, an den Templer sich begeben sollten. Es ist doch so, dass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Dass so ein bisschen die Dunkelstadt... Ach, ich bin falsch gelaufen. Dass so ein bisschen die Dunkelstadt der Ort ist, an dem die... Oh, halt, ich bin nicht falsch gelaufen. Es gibt ja noch ein paar Kisten, die ich nicht öffnen konnte damals, als... Ja, dass die Dunkelstadt und dies alles, was unten ist, so ein bisschen auch quasi überlassen wird. Der Coterie zum Beispiel und den Schmugglern, wo sich die Templer nicht so sehr einmischen. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Das könnte auch was anderes gewesen sein. Nanu? Was war denn dein Plan? Was war denn dein Plan? Was ist denn los hier? Wärst du nicht drauf? Ich komme gar nicht so schnell zum Klicken, wie die hier alles. Meine Güte! Der einfach explodiert! Hab Dank für euer rechtzeitiges Auftauchen, Sarah. Mein Name ist Emmerich. Ihr seid älter, als ich dachte. Ninette scheint sich sonst eher für junge, spitzohrige Männer zu interessieren. Wie bitte? Ninette Carrick. Ich habe gehört, sie sei ziemlich viel herumgekommen. Und da ihr nach ihr gefragt habt, habe ich einfach gemutmaßt. Das ist ja lächerlich. Ich war einfach nur besorgt, dass sie in Gefahr sein könnte, das ist alles. Die Untersuchung war jedoch reine Zeitverschwendung. Mit dieser Einstellung werdet ihr nie Erfolg haben. Ha. Zu Anfang war ich auch noch voller Eifer, aber die Fehlschläge haben jeglichen Enthusiasmus aus mir herausgesaugt. Angefangen hat das alles, als Maren, eine der Magierinnen aus unserem Zirkel, plötzlich verschwand. Das kam mir seltsam vor, weil sie schon etwas älter und alles andere als abenteuerlustig war. Und dann habe ich von Ninette und zwei weiteren Frauen gehört, die vermisst werden. Ich hatte mal einen Freund, der plötzlich verschwunden ist. Am Ende habe ich ihn betrunken unter meinem Bett gefunden. Was ist? Ich denke, zwischen diesen verschwundenen Frauen besteht ein Zusammenhang. Und ich befürchte, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Nutzt der Zirkel denn nicht üblicherweise die Phylakterien, um seine Magier aufzuspüren? Wir sind ihrem Phylakterion bis zu einer Gießerei gefolgt, doch dort ist die Verbindung plötzlich abgebrochen. Ich habe von einigen Sympathisanten gehört, die entflohene Magier durch die Dunkelstadt schmuggeln. Also bin ich hierher gekommen, um ihre Spur vielleicht wieder aufnehmen zu können. Ich habe allerdings keinerlei Hinweise auf Maren gefunden und mich durch die Befragung der Einheimischen ziemlich unbeliebt gemacht. Aber das habt ihr ja selbst gesehen. Ja, da stellt sich die Sache dann doch ein bisschen anders dar, ne? Also von wegen hier Liebhaber und so. Das hätte mich auch ein bisschen, also es hätte mich nicht gewundert, dass ein Templer gewisse Liebschaften pflegt, aber dass er sich mit ihr in der Unterstadt treffen will, fragwürdig. Habt ihr der Stadtwache von eurem Verdacht erzählt? Ja, aber dort wurde mir mitgeteilt, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass zwischen den verschwundenen Frauen ein Zusammenhang besteht.
Es hieß, die Frauen seien eben einfach von zu Hause weggelaufen. Das geschehe ständig. Niemand verschwindet einfach so. Vielleicht wurden sie ermordet oder entführt. Wir haben weder Leichen noch etwaige Lösegeldforderungen gefunden. Diese Frauen sind einfach spurlos verschwunden. Magier fliehen doch ständig aus dem Zirkel. Vielleicht wollte Maren ja einfach nur frei sein. Sie war immer absolut loyal. Ein unbekannter Verehrer hatte ihr Lilien geschickt. Und einige von uns dachten, sie würde sich vielleicht mit ihm treffen. Vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen allen Fällen. Na, sieh mal an, ein unbekannter Verehrer. Hasst ihr es nicht auch, wenn etwas verschwindet? Ich verliere ständig Sachen. Ich? Wie bitte? Die Frauen? Sie sind verschwunden und ihr könnt sie nicht finden. Natürlich. Ich will euch nicht anlügen, Sarah. Ich bin die Suche einfach leid. Dieser Kampf hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr der Krieger bin, der ich einmal war. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, Platz für andere zu machen. Hier, nehmt meine Aufzeichnungen. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen. Ich kehre in die Galgenburg zurück. Ich bin zu alt für das hier. Eine Gießerei in der Unterstadt? Dem sollte ich auf den Grund gehen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja. Gut, vielleicht können wir auch ein bisschen unbehelligter Fragen stellen. Uns wird man doch hier unten nicht so sehr, wobei bei den ganzen Leichen, die wir schon überall hinterlassen haben, habe ich keinen Zweifel daran, dass uns die Unterstadt mittlerweile auch nicht mehr leiden kann. Aber wir haben zumindest eine kampfstarke Truppe. Er kommt ganz alleine hier runter. Und wahrscheinlich wusste noch nicht mal irgendwer, wo er ist oder wo er hingeht. Klug. Sehr klug. Moment. Ach, da oben ging es nicht weiter, ne? Aber ging es hier unten weiter? Ne, hier ging es nirgendwo mehr hin. Doch, hier ging es noch zum Knochenberg. Es sind nur 3 Silberlinge, aber wie gesagt, wer den Silberling nicht ehrt, ne, der kriegt irgendwann keine Sovereigns mehr. Das reimt sich zwar nicht, aber... Und hier ging es nicht weiter. Okay, sehr gut. Also irgendwas Seltsames ist da dran. Die ist nicht einfach so verschwunden. Natürlich, das mit den Liebhabern, ja, das stimmt. Ist eine sehr unschöne Angelegenheit. Hätte sie anders regeln können. Hätte sie anders regeln müssen. Meiner Meinung nach. Aber meiner Meinung interessiert da niemanden, glaube ich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Nichtsdestotrotz, wenn mehrere Frauen schon verschwunden sind und sie offenbar einen Verehrer gibt, auf den sie vielleicht auch reingefallen ist, dann könnte es sein, dass sie in Gefahr schwebt. In ernstzunehmender Gefahr. In ernstzunehmender Gefahr. Und das ist eine Sache, der wir dann doch auf den Grund gehen. Denn auch wenn wir natürlich nicht hier der Samariter sind, der sich um alle kümmert und alle versorgt, nichtsdestotrotz. Dunkle Gießerei. Ist es Hawk schon wichtig, in solchen Belangen aktiv zu werden? Wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und wir haben die Möglichkeit dazu. Wir haben die Kampfkraft dazu. Warum es also nicht tun? Ein Magier. Na, sieh mal einer an. Na, sieh mal einer an. Varric, kannst du bitte mal vorgehen? Oh mein Gott. Ja, Dämon der Wollust. Es war irgendwie absehbar, oder? Stephanie, was genau hast denn du vor? Das war der Dämon der Wollust. Bleib doch mal stehen, Mensch. Ich kann ihn nicht anklicken. Verdammt. Greif mal lieber mich an hier. So. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Ort.
Ich auch. Abtrünnige Magier mal wieder. Die Magier tun aber hier auch echt alles, um sich mit den Templern anzulegen. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, denn die Templer haben ja hier ein strenges Regime an den Tag gelegt, beziehungsweise legen ein strenges Regime an den Tag. Die... Pass auf, wo ihr hintretet. Oh, okay, ja, ich weiß. Ich sollte dich vorschicken. Das war's schon. Vielmehr die Kirche legt hier ein sehr strenges Regime an den Tag. Da ist es kein Wunder, dass es immer mehr abtrünnige Magier gibt, die nur noch versuchen wegzukommen und irgendwie zu fliehen. Und Magier, die natürlich auch gewissen, ja, Dingen in die Hände laufen, die nicht gut für sie sind. Wie zum Beispiel eben Dämonen. Aber das gibt der Kirche natürlich nur noch mehr Futter an die Hand, um sagen zu können, guck mal hier, was hier los ist, so viele Magier, abtrünnig. Und verursachen so viel Chaos hier in der Stadt. Wir müssen die alle besänftigen, egal ob sie was gemacht haben oder nicht. Werden jetzt alle besänftigt. Und das ist die große Gefahr dabei. Und deswegen mag ich das nicht. Nicht, weil ich mir... Sack voller Knochen. Rune des Feuers. Ach, guck mal. Ninets. Oh Gott. Man kann auch überleben, wenn einem eine Hand fehlt. Das hier bedeutet also nicht, dass jemand tot ist. Eine abgetrennte Hand, ein Ring und ein Haufen Knochen. Emmerich wird das sehen wollen. Und den Ring sollte ich wohl Ghislaine bringen. Er könnte Ninette gehören. Ja, das ist das Problem. Er könnte Ninette gehören und spätestens jetzt wissen wir ja auch, dass hier irgendwelche Dinge geschehen sind, die nicht... Ja, ist ganz nett, aber nimm lieber das andere. Die nicht gut sind. Also gut im Sinne von... Schlecht für Ninette. Wahrscheinlich eher tot für Ninette. Andererseits, man weiß es ja nicht. Ein Dämon der Volus, der hier unten unterwegs ist... Die Frage ist, ist der mit Ninette im Bunde? Oder... Weil nach den Geschichten, die wir jetzt über sie gehört haben, könnte der Schluss nahe liegen. Andererseits, vielleicht hat es auch mit dem Verehrer zu tun. Bis jetzt wissen wir nicht wirklich viel darüber. Es bleibt also nichts weiter außer zu gucken, dass wir schnellstmöglich mehr Informationen bekommen. Aber was sollte denn der Ehemann... Also ich meine, wenn er den Ring sieht, ja gut. Aber inwieweit hilft das weiter? Inwieweit hilft das weiter, wenn er den Ring hat? Oder kann er das irgendwie identifizieren? Kann er irgendwie sagen, nö, das ist... Oh, da ist Emmerich. Erkennt ihr eure Magierin wieder? Du bist entsetzlich! Dies hier wurde in der Gießerei zurückgelassen, die ihr in euren Aufzeichnungen erwähnt. Und ich wurde außerdem von Schatten angegriffen. Das sind menschliche Knochen. Dann gibt es keine Chance mehr, Meryn lebendig zu finden. Oder eine der anderen. Ich habe jemanden von dort fliehen sehen. Aber er konnte entkommen. Das ist mehr, als ich erreicht habe. Ich werde das hier unverzüglich der Stadtwache übergeben. Das müsste sie davon überzeugen, dass die verschwundenen Frauen eine Untersuchung wert sind. Ja, aber die Frage ist doch... Wo war Ninettes Ehemann? Der war nicht hier in der Galgenburg, nee. Drei Sovereigns, wow. Okay. Ninettes Ehemann war in der Oberstadt. Die Frage ist doch, können wir noch irgendwie weiter ermitteln? Ich würde schon gerne rausfinden, was aus ihr geworden ist. Eure Frau konnte ich euch leider nicht zurückbringen, aber ich habe hier einen Ring. Er sieht wertvoll aus. Ninettes Ehering. Ja. Seht euch die Gravur an. Auf ewig treu, auf ewig dein. Sie stammte aus glücklicheren Tagen. Wo habt ihr ihn gefunden? Es reicht, wenn ihr wisst, dass sie nicht zurückkehren wird. Es ist vermutlich besser so. Unsere Ehe lag schon seit mehr als 10 Jahren in Trümmern. Ich werde ihrer Familie den Ring schicken. Mit ein wenig Glück besänftigt sie das. Habt Dank für all eure Hilfe, Sarah. Der Erbauer möge über euch wachen.
Hallo, Franz. Hallo, Franz? Was? Ja, ich kaufe ihm das ab. Ich kaufe ihm das ab, dass er gerade sehr traurig ist. Der war sehr wütend. Der war sehr aufgebracht. Einfach weil auch. Ne, also, die Frau, die er geheiratet hat, ja offensichtlich tatsächlich in der ganzen Stadt ihre, ja, Liebhaber hatte. Und das auch weitgehend bekannt gewesen ist. Ich kaufe ihm ab, dass er jetzt sehr traurig darüber ist, über die Gewissheit. Und jetzt auch ein bisschen reflektiert, ja, am Anfang war das vielleicht eine schöne Beziehung, gerade bei der Gravur, die auf dem Ring gewesen ist. Und das hat sich dann aber alles geändert in den letzten 10 Jahren. Ich glaube nicht, dass er was damit zu tun hat. Da bin ich eigentlich überzeugt. Aber offensichtlich können wir nicht weiter ermitteln. Insofern bleibt uns erstmal nichts, außer ein paar Sachen in die Kiste zu legen. Ach so, warte mal. Warte mal. Ach nein, das kann ich jetzt... Das ist so ein bisschen das Problem hier. Ich kann hier drin auch wieder nicht die Gruppenmitglieder ausrüsten. Das ist ein bisschen doof. Ich muss also Sachen mitnehmen und dann die Gruppenmitglieder ausrüsten. Ich bin nämlich gerade ein bisschen... ich weiß gerade gar nicht, was macht eigentlich Isabella, die wir ja jetzt auch mit dabei haben. Ich weiß... Also ich vermute, dass sie eine Schurkin ist. Hab's jetzt gerade wieder vergessen. Mana Ausdauer. Ja, da wird hier einer von den Gürteln wahrscheinlich besser sein. Ansonsten probiere ich es mal mit, entweder mit den... wow, ich habe ganz viel Ausrüstung hier noch mit dabei. Probiere es entweder mal mit den Dolchen oder mit dem Bogen, je nachdem, was sie benutzt. Muss ich mal gucken. Aber dafür muss ich mein Versteck verlassen. Und gehe mal in die Unterstadt. So. Schauen wir mal. Isabella ist eine Schurkin und arbeitet tatsächlich mit 2 Dolchen. Ja! So. So schaut es nämlich aus. Dann hat sie jetzt... Oh, Herzensbrecher und Rückenschlitzer. Dann hat sie jetzt hier... Den Nackenbeißer und den Arm von Andruil. Habe ich mir doch gedacht, dass wir die Dolche irgendwann nochmal sinnvoll unterbringen können. 10 Mana Ausdauer, 10 Gesundheit, 9 Gesundheit. 3 körperlicher Schaden. Mana Ausdauer. 3 körperlicher Schaden. Dann gibt es hier noch einen Ausdauerring. Jetzt habe ich einen Ring natürlich vergessen, den wir ihr nicht geben können. Rüstungstechnisch ist sowieso nichts für sie mit dabei. Na gut. Aufsteigen kann sie noch. Fähigkeiten. Sie ist eine 2-Waffen-Schurkin. Säbelrassler. Isabella hält ihr den Rücken frei. Isabella sagt immer, Streit lässt sich am besten dadurch vermeiden, dass man gar nicht da ist. Ausweichchance plus 10%. Das ist schön. Angriffsgeschwindigkeit. Oh, das ist schön. Angriffsgeschwindigkeit plus. Isabella fordert einen Einzelgegner heraus, der sich nicht verweigern kann und sofort von seinen anderen Gegnern ablässt, um die Seefahrerin anzugreifen. So ein bisschen, Gerissenheit. Ja, da bekommt sie minus 10% Schaden pro Gegner in der Nähe, plus 10% Verteidigung pro Gegner in der Nähe. Als wenn sie umringt ist von Leuten. Isabella scheint überall gleichzeitig zu sein und greift jeden Gegner in einem kleinen Bereich mit einer blitzschnellen Abfolge von hinterhältigen Angriffen an. Ja, das ist nett. Seemannsbeine. Zerfleischen. Wenn dieser Modus aktiv ist, hat jeder Angriff mit dem tödlichen Klingen des Schurken die Chance, blutende Wunden zu verursachen. Der Schaden eines Angriffs wird 5 Sekunden lang erneut verursacht. Chance 10%. Wow. 100% Chance gegen strauchelnde Ziele. Kritische Trefferchance jeweils plus 2% pro Treffer bis... Oh, das heißt, es wird irgendwann kritisch. Also, so ziemlich. So, explosive Treffer. Der Schurke schließt die durch gnadenlose Kette eingeleitete Combo ab. Jeder normale Nahkampfangriff, den der Schurke direkt vor explosive Treffer abgeschlossen hat, erhöht den Schaden, der beim Unterbrechen der Kette verursacht wird. Hoi. Der Schurke greift ein Ziel mit beiden Waffen an, wobei jede Klinge automatisch einen kritischen Treffer verursacht.
ich glaube, ich nehme erstmal den Zwei-Waffen-Stil komplett. Und danach kümmern wir uns um ihre persönlichen Fähigkeiten, weil der Zwei-Waffen-Stil bei ihr ist wirklich... Der ist richtig gut. So. Achso, übrigens. Charakter, anders, Fähigkeiten. Was mir bei anders imponiert hat. Wie gesagt, hier Hervorrufung. Ich habe ihm die Heilung gegeben. Hier auch die mächtige Heilung. Aber das eigentlich Wichtige ist nämlich hier. Wunder der Heilung. Anders hat schon immer ein Talent für die Heilung. Plus 100 für alle Gruppenmitglieder Heilungsrate. Wenn er diesen Modus aktiv hat. Dann hat er hier, erweckt gefallene Verbündete zum Leben. Kann die gesamte Gruppe regenerieren. Verbündeten helfen. Der hat richtig gute Heilzauber. Und hier unten an dem Modus, da ist er dann so ein bisschen bei Rache. Und Martyrium. Da verliert er dann eigene Gesundheit und eigene Lebenspunkte dafür, dass er Gegner angreift. Das ist ein bisschen schwierig. Aber Anders ist ein richtig guter Heiler. Mal gucken, ich habe natürlich jetzt so ein bisschen meine Gruppe vorbereitet. Andererseits, das hier wäre auch mal eine schöne Gruppe, ne? Zwei Krieger, eine Schurkin und Anders. Ich würde aber gerne Meryl mit dabei haben. Zumindest Meryl. Und eigentlich auch Bethany. Weil das ist nun mal die Schwester. Und wir ziehen zusammen rum. Das ist nun mal so. Geschwister machen das so. Na gut, ich habe Sachen verteilt wieder. Wir können Dinge hier reinlegen. Damit ich nicht so komplett voll bin. Jetzt ist die Frage... Moment. Also Runen bestellen kann ich hier, aber Runen einfügen kann ich nur... Ich glaube aber keiner von denen, die wir dabei hatten... Das andere war Isabella. Und der Trupp, mit dem wir in die tiefen Wege gehen, den habe ich jetzt schon festgelegt. Das hier können wir alles verkaufen. Das bedeutet... Manchmal weiß ich nicht, wo hier der Button ist. Hier. Schwächendes Gift. Entzündungssprengfeuer. Gifte und Sprengfeuer, Runentränke. Elfenwurzeltrank. Ich würde jetzt diese Elfenwurzeltränke nochmal ein bisschen bestellen. Auch wenn die 37 kosten. Aber 10 Stück würde ich davon nochmal mitnehmen. Muss ich die da unten in die Leiste packen? Ich glaube ja. So, Heiltränke machen 60% Regeneration, 80%. Oh, die sind sogar besser als die Heiltränke. Hoi. Na gut, dann nehmen wir die Heiltränke zuerst und dann die Elfenwurzeltränke, beziehungsweise die Elfenwurzeltränke, wenn gar nichts mehr geht und vielleicht auch schon eine Verletzung da ist. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt würde ich aber trotzdem nochmal kurz einen Blick in die Ausrüstung von euch dreien werfen. Nee, Freunde ganz unten, wollen wir nichts mit zu tun haben, alles gut. Würde ich trotzdem nochmal einen Blick in die Ausrüstung von den dreien werfen, ob da eventuell noch eine Rune möglich ist oder nicht. Ich glaube aber nicht. Hier ist eine Rune drin. Hier sind keine Runen möglich. Da ist eine Rune drin. Hier sind keine Runen möglich. Ja, ich glaube, dann haben wir das. Dann kann ich nochmal eben hier die Rüstung verkaufen, die wir nicht brauchen. Hier beim Waffenschmied, Huberts erstklassige Luxusgüter. Kauft er die eigentlich? Ja. Ja, kommt weg damit. Und dann hier die schlechtere Rüstung, das kann sowieso weg. Sklavenhändler, Fürst. Ja, will ich auch gar nicht tragen. Denkkappe kann ich sowieso nicht anziehen. Helm des Sieges hatten wir eine Weile an. Das ist auch nicht besser. Das auch nicht und die sowieso nicht. So, Plunder verkaufen. Schwupp. Und schon haben wir nur noch 5 von 50. Mensch, so schnell kann es gehen. 5 von 50 neue Tränke. Onas Waffenklanger, Waffenklammer. Waffenkammer und Korvalds Klingen. Ich gucke jetzt doch mal hier. Klinge, Schnitt des Vertrauens, Langschwert. 12. Aber dafür 38 Angriff, 14% Erzeugung von Bedrohung. Das würde mir schon wieder gefallen. Das ist auch einhand, ne? Ne, zweihändig. Schnitt des Vertrauens für ein... Wir werden doch mit Sicherheit... Was schreit er denn da? Wir werden doch mit Sicherheit...
eine Waffe finden irgendwo. Das kann doch nicht sein, dass wir kein einziges Schwert oder keine einzige Waffe finden, die so ein bisschen herausragend ist. Roben von Jean-Luc. Na gut, Roben brauche ich gerade nicht. Das tatsächlich ausnahmsweise nicht. Ausnahmsweise brauche ich keine Roben. Ja, dann würde ich aber sagen, Freunde ganz unten, Expedition in die tiefen Wege. Das Einzige, was uns jetzt noch wirklich offen bleibt, es sei denn, es versteckt sich noch irgendwo eine Quest hier in Kirkwall, die ich nicht gesehen habe. Vielleicht müsste ich nochmal alle Regionen ablaufen, um zu gucken, ob irgendwo ein Ausrufezeichen ausgeploppt ist. Aber nicht in der blühenden Rose. Das Ausrufezeichen nehmen wir nicht mit. Das lassen wir mal lieber sein, solange wir Bethany mit dabei haben. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge tatsächlich dann mal unseren Weg in die tiefen Wege. Und die Gruppe, die wir dahin mitnehmen, die ist festgesetzt. Das sind unsere drei hier. Er hier, weil er natürlich der Bruder von Bartrand ist. Es kann nützlich sein, ihn als Argumentationsunterstützung dabei zu haben. Und die beiden natürlich erstens, um sowohl Meryl als auch Bethany zu schützen. Andererseits natürlich auch, damit die uns schützen, denn die beiden sind schon zusammen eine Naturgewalt. Insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen bis... Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich sollte nicht so schnell reden. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.